Liebe Freunde, die Situation in unserem Land spitzt sich immer mehr zu. Nichts mehr ist wie gewohnt. Man kann sich nicht mehr gleich begrüßen, man kann nicht mehr einkaufen wie sonst, man kann sich auch nicht mehr treffen wie sonst. Das betrifft nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch uns als Heilsame und natürlich auch gerade uns als Chor. Das Chor ist irgendwie zersplittert. Jeder ist für sich, besonders trifft es aber die, die einer Risikogruppe angehören. Und gerade unsere älteren Mitglieder und Freunde, die für unser Chor ein wichtiger Treffpunkt ist, sind ganz besonders betroffen. Gerade diese Herausforderungen fordern unser gemeinsames Handeln und Mittragen. Aber wir wollen uns nicht auseinanderbringen lassen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen füreinander da sein. Es ist viel Fantasie und Kreativität nötig, um das können zu bewerkstelligen. Am Montagabend haben wir uns als Chorleitung getroffen. Das haben wir natürlich online gemacht, via Zoom. Das ist so eine Plattform, wo man gemeinsam kann sich treffen kann und man sieht sich gegenseitig und kann gleichzeitig miteinander reden. Also, wir haben uns getroffen und wir haben überlegt, wie können wir die Herausforderungen meistern. Und es sind auch verschiedene Ideen zusammengekommen. Als erstes teilen wir unser Chor in 6 Kontaktgruppen auf. Wir geben einen wöchentlichen Newsletter raus. Und den stellen wir auch noch als Videoformat zur Verfügung. Dann haben wir einen Unterstützungsdienst für isolierte und Risikopersonen ins Leben gerufen. Und natürlich sind wir auch froh um weitere Ideen. Wenn ihr Ideen habt, was man auch noch machen könnte, um unser Chor und das Miteinander, das Füreinander im Chor zu stärken, sind wir natürlich froh um das. Um gegen die Zersplitterung und Isolation vorzugehen, haben wir unser Chor in 6 Kontaktgruppen aufgeteilt. Die Einteilung haben wir geografisch gemacht. Das heisst, dass jeder in einer Gruppe ist, wo die Leute um ihn herum auch wohnen. Vielleicht in der näheren Umgebung, vielleicht auch etwas weiter weg. Aber es geht darum, dass die Gruppen miteinander Kontakt haben und einander unterstützen. Dass sie wissen, wie es den Einzelnen geht. Dass sie wissen, wer Unterstützung braucht. Wer vielleicht eher nicht so viele Familienmitglieder um sich herum hat. Oder wer vielleicht auch ganz allein ist. Jede von dieser Gruppe hat auch einen Gruppenverantwortlichen oder einen Gruppenverantwortlichen. Die Aufgabe dieser Gruppenverantwortlichen ist, den Kontakt untereinander zu fördern, zu schauen, dass da niemand zwischen den Maschen durchgeht, auch zu wissen, wo die Einzelnen dran sind und was sie brauchen. Und wenn jemand Unterstützung braucht, dann tut die Person auch schauen, dass das organisiert werden kann. Natürlich ist niemand verpflichtet, aktiv in dieser Gruppe sich zu beteiligen, aber wir hoffen, dass die Verbundenheit untereinander dazu beiträgt, die Krisenzeit auf eine gute Art zu bewältigen. Schreibt einander, telefoniert einander, betet füreinander oder betet miteinander. Und das geht übrigens ganz gut am Telefon. Du kommst auch eine Adressliste über von deiner Kontaktgruppe. Die schicken wir dir per Post schicken oder du kommst sie per Mail über. Weil wir uns nicht regelmässig treffen im Chor und weil es auch kein Chorprogramm mehr gibt, wie wir es sonst hatten, haben wir jetzt entschieden, einen Newsletter zu machen. Den probieren wir wöchentlich zu machen. Der eine ist vielleicht mal kürzer, der andere etwas länger, je nach Bedarf und Situation. Es wird immer auch ein geistlicher Input geben drin. Außerdem geben wir natürlich auch Neuigkeiten und Informationen weiter. Es kann aber auch mal ganz andere Informationen drin sein. Das kann jedes Mal ganz anders aussehen. Und man darf auch gespannt sein, was daraus wird. Durch die wöchentlichen News sollen alle, die sich zum Chor zugehörig fühlen, erreicht werden. Wir wollen Ihnen das per Mail oder per Post verschicken. Weil wir es auch wichtig finden,
dass man nicht nur einfach nur liest oder nur telefoniert, sondern auch mal jemanden sieht und so kann Sachen miteinander teilen, machen wir auch gerade eine Videoausgabe wie die du jetzt gerade siehst. Wir probieren das jetzt einfach einmal. Wir haben hier so ein Studio eingerichtet und wollen versuchen, so zu dir in die Stube zu kommen und dass du kannst teilhaben an unserem Chorleben. Der Videocast, den stellen wir dir auf verschiedene Arten zur Verfügung. Auf der einen Seite kann man den als YouTube schauen, auf der anderen Seite überlegen wir auch den als DVD anzubieten. Viele von unseren älteren Leuten, die haben keine Online-Anbindung. Aber die meisten haben ein DVD-Gerät. Und darum brennen wir das auf ein DVD. Wir versuchen auch, den wöchentlichen Sonntagsgottesdienst, der als Livestream von der Heilsame angeboten wird, ebenfalls auf die DVD zu bringen. Vielleicht passt das auf eine DVD, das wäre super. Und sonst gibt es halt zwei. Es ist uns einfach wichtig, dass alle Leute, alle, die zu unserem Chor gehören, können da teilhaben. Die Kontaktgruppenverantwortliche wird sich mit den verschiedenen Leuten im Chor in ihrer Gruppe in Verbindung setzen und schauen, dass jeder so eine Möglichkeit hat. Entweder als Video, als DVD oder als Newsletter auf Papier. Unsere Risikopersonen im Chor möchten wir einfach ganz dringend raten. Bleib daheim. Bleib daheim. Und halt dich an die Anweisungen vom Bundesamt für Gesundheit. Es ist uns ganz wichtig, dass du gesund bleibst. Wenn du dir Sorgen machst wegen dem Einkaufen, wir schauen. Es hat verschiedene Leute, die bereit sind, für dich einzukaufen. Zara Omlor wird dafür Verantwortung haben und sie ist schon dran, das zu organisieren. Einige sind schon gegangen und haben schon eingekauft für die einen. Und vielleicht ist das auch für dich etwas Gutes. Wenn du am liebsten jetzt sagst, mal, ich möchte auch gerne daheim bleiben, dann melde dich doch bei der Sarah. Sie wird dir helfen und sie wird dir das organisieren und auch erklären, wie das abläuft. In den letzten Tagen habe ich um den Psalm 91 einen Bogen gemacht. Der Psalm kann nämlich so verstanden werden, dass wir als Christen von dieser Seuche oder von diesem Coronavirus einfach verschont werden. Und das ist nicht einfach so. Und einen sehr guten Text dazu hat der Major Markus Brunner geschrieben. Er ist Divisionschef der Ostdivision. Und mit seiner Erlaubnis kann ich jetzt dir hier diesen Text bringen und ich möchte das so ein bisschen näher bringen. Er schreibt, die Corona-Krise nimmt ihren Lauf und in der allgemeinen Bedrohungslage höre ich in christlichen Kreisen immer wieder gutmachende Hinweise auf Psalm 91. Und das mit Recht. Ein kurzer Auszug. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast dir den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Psalm 91 versichert uns, dass wir in Gottes Hand wunderbar geborgen sind. Wir brauchen keine Angst zu haben, auch vor Seuchen nicht. Das ist die gute Nachricht zur rechten Zeit. Es gibt Leute, die scheinen den Psalm als einen Freibrief für unvorsichtiges Verhalten misszuverstehen. Und sie fühlen sich dabei sogar noch als Glaubenshelden. Da sehe ich aber
ein eher theologisches Missverständnis. Wir müssen uns bewusst sein, Psalm 91 zeigt vor allem eine Seite der Wahrheit. Wir sind in Gottes Hand. Nichts kann uns aus seiner Hand reissen. Ausgerechnet dieser wunderschöne Psalm kann uns mit seiner Betonung auf Gottes Schutz zur Versuchung werden. Ich weiss, das tönt seltsam und vielleicht sogar ketzerisch, aber die Bibel selber gibt zu, dass schon Jesus mit einem Vers aus Psalm 91 ist versucht worden. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In diesem geistlichen Angriff gibt sich der Teufel ganz lammfromm. Er zitiert die Bibel, genauer den Psalm 91, Vers 12. Und wer kann etwas dagegen haben? Das Problem ist, der Teufel interpretiert die Bibel einseitig, um Jesus zu Fall zu bringen. Jesus kontert aber mit dem Hinweis auf 5. Mose 6,16. Mit dem Moses-Zitat macht Jesus klar, der Mensch soll nicht versuchen, seine Erwartungen Gott aufzuzwingen. Wir können Gott nicht manipulieren. Wir können aber eine Beziehung mit ihm eingehen, wo wir verantwortungsvolle Partner sind. Die Bibel nennt so eine Beziehung einen Bund. Wenn wir aus Psalm 91 eine Bewahrungsgarantie für alle unsere Ideen und Pläne ableiten, ist das eine Verkürzung der Wort. Weil der Psalm 91 zeigt nur eine Seite der Wahrheit, die göttliche Bewahrung. Jesus macht auf der anderen Seite aufmerksam, der Mensch hat im Bund mit Gott eine Eigenverantwortung. Eine Eigenverantwortung nehmen wir wahr, wenn wir zum Beispiel beim Autofahren uns anschnallen. Das rettet Leben und das hat einmal vom Staat verordnet werden, nämlich im 1999. Der Lockdown gegen das Coronavirus rettet ebenfalls Leben und hat auch vom Staat verordnet werden. Auch verordnete Selbstverantwortung kann also Leben retten. Wir dürfen und wir sollen weiterhin den Psalm 91 zitieren und uns damit erinnern, dass wir in der Hand von Gott sicher und geborgen sind. Wir müssen uns dabei aber bewusst sein, dass der Psalm 91 eine Eigenverantwortung voraussetzt. Wir tun darum gut daran, uns an die Vorsichtsmassnahmen vom Bund und von den Kantonen zu halten. Ohne Angst vor dem Coronavirus. Mit selbstverantwortungsvollen Grüßen, Markus Brunner. Das der Text, den Markus Brunner geschrieben hat. Ich finde ihn sehr gut. Zum Schluss möchte ich dich ermutigen, auch zu beten. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Red mit ihm über alles, was dich beschäftigt. Es gibt kein richtiges oder ein falsches Beten. Beten bedeutet,
dass wir in unserer eigenen Ausdrucksform uns an ihn richten. Dass wir ihm sagen, wie es mir geht, was ich brauche, was mir Sorgen macht, was ich für Ideen habe und Gedanken, welche Leute mir am Herzen liegen. Das können wir in ganz einfachen Worten auch tun. Er ist immer an deiner Seite und er hört dich. Er lässt dir zu. Nimm dir aber auch Zeit, auf ihn zu hören. In Momenten der Stille. Und vielleicht entdeckst du da auch, dass er wieder zu dir redet. Dich beruhigt, dir Frieden gibt, dir neue Gedanken gibt. Betet aber auch miteinander, untereinander, füreinander. Das geht nämlich ganz gut auch am Telefon. Manchmal ist es halt auch ein bisschen komisch. Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Wo wir am Montag die Sitzung hatten mit der Chorleitung, so online am Computerbildschirm, da haben wir auch eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Und die hat sich irgendwie auch ein bisschen komisch angefühlt. Und doch, nachher sind irgendwie die Ideen viel mehr gesprudelt. Und so hat Gott das Online-Gebet auch gebraucht. Die Corona-Krise, die bringt nicht nur Schlechtes, die bringt nämlich auch ganz Gutes für. Zum Beispiel eben, dass man so Sachen, neue Sachen ausprobiert und Neues entdeckt, neue Möglichkeiten. Darum betet miteinander und füreinander auch am Telefon. Dann hat Heilsame auch eine Gebetskette, die sie anbietet, die sie eingerichtet hat. Du findest auch das eingeblendet, die Internetadresse, wo du dich dort einschreiben kannst. Und du kannst dort auch, wenn andere schon sich eingeschrieben haben, kannst du dich auch einschreiben. Du musst auch nicht deinen Namen schreiben, kannst einfach auch mit Initialen dich dort einschreiben, ganz egal. Aber wir wollen uns 24 Stunden, eine ganze Woche lang und immer weiter in dieser Gebetskette beten für Menschen, für Gottes Handeln und Eingreifen, gerade durch und in dieser Corona-Krise. Und jetzt will ich das auch machen. Es fühlt sich für mich auch gerade ein bisschen komisch an. Aber ich will jetzt auch mit dir da an diesem Podcast, Webcast, wie wir dem sagen, beten. Jesus, ich bin so froh, dass du da bist. Egal in welcher Situation wir sind. Du bist bei uns. Und ich bitte dich, dass du uns begleitest in dieser herausfordernden Zeit. Dass du uns näher zu dir herziehst, an dein Herz. Dass wir dich immer besser kennenlernen können. Ja, dich auf eine ganz neue Art kennenlernen. Und ich bitte dich, dass du deine Hand über uns hebst, uns behütest, uns bewahrst. So segne du es jedes von unserem Chor und schweißt du unser Chor zusammen, damit wir füreinander und miteinander sind. Amen. Und so freue ich mich, dich vielleicht irgendwo wieder an einem Telefon zu hören oder online irgendwie sehen, in einem Chat oder wie auch immer. Auf jeden Fall bleiben wir verbunden miteinander. Ciao.